Oh mein Gott, Lars! Können wir uns nicht irgendwo allein unterhalten? Jana? Wieso? Es gibt nichts, was Kevin nicht auch hören darf. Ach, übrigens. Wir sind jetzt zusammen, falls ihr das noch nicht bemerkt habt. Tu, was du willst. Vater! Sage nie wieder Vater zu mir. Also gut, wenn ich dir so zuwider bin, dann ist es wohl besser, wenn ich Königsbrunn verlasse. Das kommt überhaupt nicht in Frage. Warum? Ich denke, ich gehöre nicht mehr zur Familie. Ich kann überhaupt nicht einsehen, weshalb wir uns deinetwegen einem Skandal aussetzen sollten. Vater, ich kann nicht mehr. Ja, dann reiß dich zusammen. Du hast diesen Beinbach geheiratet und... Aber doch nur, weil du... Ich verstehe nicht, warum du mich so quälst, wenn ich dir egal bin. Aber es ist mir egal, was du sagst. Ich bleibe deine Tochter. Lars? Charlie, was ist denn? Lars, aber du bist doch... Oh. Hättet gar nicht so lange warten brauchen. Es gibt nämlich überhaupt nichts zu bereden. Komm. Jana, du bleibst hier. Was? Knallst du mir sonst eine? Was anderes fällt dir auch gar nicht mehr ein. Ich möchte mit dir reden. Es tut mir leid, dass mir... die Hand ausgerutscht ist. Ach ja? Ja. Das sagen sie alle. Komm mit nach Hause, Jana, bitte. Okay, wir können reden. Unter einer Bedingung. Wir bleiben hier im Pensionszimmer mit Kevin. Sonst kannst du es vergessen. Vater will, dass ich funktioniere. Deshalb hat er doch auch verlangt, dass ich Bernd trotzdem heirate. Aber ansonsten... Carla, ich möchte, dass du eins weißt. Egal, was passiert, ich bin für dich da. Oh, Verzeihung. Ich wollte sowieso gerade gehen. Erfolg auf ganzer Linie. Mein Plan geht auf. Und du denkst, dein Vater setzt dich jetzt wieder in der Holding ein? Naja, vielleicht nicht sofort, aber... Aber da wir gerade beim Thema sind, was sind denn eigentlich deine Pläne für die Zukunft? Nichts Konkretes. Naja, was auch immer du vorhast. Es dürfte dir ja ganz gelegen kommen, dass mein Vater im Moment andere Sorgen hat. Wieso? Fürchtest du nicht, mein Vater könnte sich irgendwann fragen, ob du als Mr. Rushs Assistentin nicht auch einen Beitrag zur Geldwäsche geleistet hast? Ich habe deine Stiefmutter gerettet. Von daher glaube ich kaum, dass er mich in irgendeiner Weise verdächtigt. Und du hast doch bestimmt nichts dagegen, dass ich hier wohne, oder? Ich gebe gern zu, es hat gewisse Vorteile. Du ahnst noch gar nicht, welche Vorteile das für dich hat. Also, was gibt's? Auch wenn du es nicht wahrhaben willst, ich trage immer noch die Verantwortung dafür, dass du... Warum geht das schon wieder los? Jana, du verbaust dir deine Zukunft. Und wir werden nicht einfach so dabei zusehen. Ich weiß nicht, was daran so witzig sein soll, mein Junge.
Ich kann mir sehr gut vorstellen, von wem Jana die Drogen hat. Entschuldigen Sie, Herr Brandner, seien Sie vorsichtig mit Ihren Unterstellungen. Bitte. Wir möchten nur, dass du Vernunft annimmst. Jana, komm jetzt nach Haus. Das kannst du dir abschminken. Wenn ihr Kevin nicht akzeptiert, dann gehe ich nirgendwo mit. Komm ruhig. Charlie. Charlie, kannst du mich hören? Charlie. Lars, du lebst? Wie geht's dir denn? Natürlich geht's mir gut, aber um dich habe ich mir wirklich Sorgen gemacht. Ich war in diesem Haus, ich wollte doch Tanja treffen. Ich habe dich doch auch angerufen. Charlie, das hast du dir alles eingebildet. Aber du lagst dann da, tot. Ihre Schwester steht ganz offensichtlich noch unter Schock. Sie braucht jetzt Ruhe. Einen Moment noch, ja? In Ordnung. Aber regen Sie sie nicht auf. Ich sehe gleich noch einmal nach ihr. Ja. Wo bin ich denn hier überhaupt? Ich kann mich gar nicht richtig erinnern. Du bist ohnmächtig geworden. Ich habe dich ins Krankenhaus gebracht. Ach, Lars, mir fehlt doch nichts. Doch, Charlie. Du brauchst ärztliche Hilfe. Das sind Spezialisten. Spezialisten, wofür denn? Du hast offensichtlich Angstvisionen. Glaub mir, du brauchst psychologische Hilfe. Du hast mich in die Psychiatrie gebracht? Ich möchte Sie bitten, draußen zu rauchen. Das tut mir leid. Frau Brandner, wissen Sie, wenn man im Heim aufgewachsen ist, da kriegt man keine Manieren beigebracht. Du bist im Heim aufgewachsen? Das wusste ich gar nicht. Ja, ja. Die typische Karriere, Pflegefamilie, Heimpflegefamilie. Krass. Erzähl mir mal mehr davon. Mein Gott, was tun wir hier? Ja, Traumschwiegersohn ist es nicht gerade. Jetzt haben wir ihn mal hier, sogar eingeladen. Jana wäre sonst nie nach Haus gekommen. Wir dürfen den Zugang zu ihr nicht verlieren. So habe ich die beiden wenigstens im Auge, ja, oder? Ja. Soll ich Isabel unter diesen Umständen nicht besser absagen? Ach, das ist doch Unsinn. Sie braucht dich doch jetzt. Mit der Grippe im Leib kann sie sich unmöglich um Caroline kümmern. Aber ich könnte mich hier auch umsehen. Ich krieg das hier schon hin. Ich dachte, man hätte dir deine persönlichen Sachen nach Königsbrunn geliefert. Vater, ich kann mir schon denken, wie sehr dich der Vertrauensbruch von Carla schmerzt, aber... Hat sie dich geschickt? Nein. Ich dachte nur, ich könnte dir ein wenig helfen. Wie bitte? Ja, ich hol mir ein paar Akten und erleichter dir die Arbeit. Dann brauchst du dich nicht um den Kleinkram kümmern. Sag mal, von wem hast du eigentlich diese unglaubliche Arroganz und Borniertheit? Ich will dich hier bis auf Weiteres nicht mehr sehen. Vater, mir ist schon klar, ich habe einen Fehler gemacht. Fehler? Du hast mit deinen kriminellen Machenschaften den Ruf der gesamten Familie aufs Spiel gesetzt. Und jetzt besitzt du die Frechheit und willst mir helfen? Ich will es doch nur wieder gut machen. Ich könnte beispielsweise Rush anrufen und die Geldlieferung stoppen. Wann ist die nächste Lieferung geplant? Nicht so bald, in 1-2 Wochen. Also wie gesagt, wenn du möchtest, ich rufe... Du machst erstmal gar nichts. Ja. Und was soll ich dann jetzt tun, um mich zu rehabilitieren? Davon bist du noch meilenweit entfernt. Ich überlege mir noch, wie es mit dir weitergeht und jetzt raus. Schneider, ne? Tut mir leid. Wir waren verabredet. Sie ist heute Nachmittag kurzfristig auf einen Termin gegangen, wollte aber schon längst wieder hier sein. Ach, dann wollte sie sich wohl einen freien Nachmittag machen. Sie kann sich auf Sie verlassen. Bringen Sie mir einen Jean Fizz, bitte. Sehr gerne. Der
armen Charlie wird doch hoffentlich nichts passiert sein. Wie witzig. Wieso sind denn Sie so schlecht gelaunt? Es hat doch geklappt wie am Schnürchen. Frau Schneider hätte fast einen Herzinfarkt bekommen, als das Ding an ihr vorbeigeflogen ist. Also umbringen wollte ich sie nicht. Charlie ist zäh. Das würde ich nicht sagen. Die Puppe hat ihren Bruder aber auch verteufelt ähnlich gesehen. Sie brauchen sich keine Sorgen zu machen. Sie werden auch in Zukunft weiterhin leichtes Spiel mit ihr haben. Weiterhin? Ja, haben Sie geglaubt, das ist jetzt alles, oder was? Na klar, wir sind quitt. Noch nicht. Es sei denn, Sie möchten riskieren, dass der Entführer Ihrer Frau preisgibt, wer ihn beauftragt hat. Ich habe doch alles deutlich gesehen. Ich bilde mir das doch nicht ein. Charlie, bitte, leg dich wieder hin. Ich muss rausfinden, was da gelaufen ist. Da war nichts. Ich bin selbst da gewesen. Ach, bis dahin hatte Tanja doch schon alle Spuren verwischt. So ein Unsinn. Die Aufregung ist in letzter Zeit einfach zu viel geworden. Ich glaube das nicht. Du hältst mich wirklich für verrückt, Lars. Charlie, mich hast du auch für Tanja gehalten. Und auf mich geschossen. Und jetzt das. Frau Schneider, Sie brauchen Ruhe. Was ist das? Das wird Ihnen gut tun. Bitte, muss das denn sein? Glauben Sie mir, Ihre Schwester muss sich unbedingt entspannen. Danach wird es ihr besser gehen. Ich will das nicht. Lars, hilf mir! Charlie, das ist doch nur zu deinem Besten. Nein! Ganz ruhig, Frau Schneider. Lars, bitte! Charlie, es wird alles wieder gut werden. Was darf's denn sein, Herr Brandner? Ecstasy, Koks, ein bisschen Dope vielleicht? Ich bin zu einer Entscheidung gekommen. Gut. Ich habe aus meinem Fehler gelernt. Dann beweise es. Und stehe zu dem, was du getan hast. Ich will, dass du dich anzeigst. Was? Aber dann kommt alles an die Öffentlichkeit. Das ist mir klar. Ich denke, du willst unseren Namen schützen. Wenn auf andere Weise herauskommt, dass du über die Holding Schwarzgelder in Millionenhöhe gewaschen hast, dann schadet uns das noch viel mehr. Ich will, dass du die volle Verantwortung übernimmst. Das werde ich nicht! Du kannst doch nicht von mir im Ernst verlangen, dass ich ins Gefängnis gehe! Ist das dein letztes Wort? Ja. Gut. Dann hast du hier nichts mehr verloren. Gut, Vater. Lass uns reden. Ich bin überzeugt, dass du es mit deiner kriminellen Energie noch weit bringen wirst. Aber nicht in meiner Firma! Schneiders. Tanja von Anstetten hier. Könnte ich Frau Schneider sprechen? Tut mir leid, Frau Schneider ist nicht raus. Kann ich Ihnen helfen? Nein, es handelt sich um eine dringende private Angelegenheit. Verstehe. Möchten Sie vielleicht mit Herrn Schneider sprechen? Das wäre nett. Frau von Anstetten. Danke, Angelo. Schneider? Tut mir leid, wenn ich störe. Charlie und ich waren gestern im Fiore verabredet, aber sie ist nicht gekommen. Moment, ich dachte, Sie hatten gestern angerufen und einen anderen Treffpunkt vereinbart. Nein, ich habe mich nur noch einmal versichert, dass es bei unserer Verabredung bleibt. Charlie war in letzter Zeit so durcheinander. Frau von Anstetten, meine Schwester ist krank geworden. Oh, das tut mir leid. Dann will ich Sie gar nicht weiter behelligen. Richten Sie ihr bitte gute Besserung aus, ja? Danke. Ja, danke.
Morgen. Morgen. Du, ich habe das mit deiner Schwester gehört. Ich hoffe, es ist nichts Ernstes. Ich habe mich neulich mal mit ihr unterhalten, hat sie auch schon etwas angespannt gewirkt. Charlie hatte einen Nervenzusammenbruch. Ich musste sie in die Klinik bringen. Was? So schlimm? Sie glaubt seit Wochen, dass ihr jemand nach dem Leben trachtet. Verstehe. Aber gleich ins Krankenhaus? Charlie braucht dringend ärztliche Hilfe. Mein Gott, das ist ja entsetzlich. Du, wenn ich irgendwas für dich tun kann, dann... Das ist nicht nötig, aber... Weißt du was? Vielleicht hilft's ja, wenn ich sie mal besuche. So als Außenstehender? Du, ich mach das wirklich gern. Ja. Musst du echt in die Schule, das ist doch ätzend. Wer hat eine Ahnung, kontrolliert das? Scheiß Kontrollfreak. Soll ich wohl alleine die Teile totschlagen? So gut möchte ich's auch mal haben. Au! Entschuldige. Oh, Mann. Das ist doch gar nicht schlecht, Oma. Du hast doch Luxushütte hier. Und einen Traumtyp, der auf dich wartet. Stimmt eigentlich. Ich werde sehen, dass ich so schnell wie möglich wieder hier bin. Sport kann ich gefahrlos ausfallen lassen. Ja, sportliche Aktivitäten hast du später genug. Das klingt verlockend. Genau. Bringst du mir Kippchen mit? Dein Wunsch sei mir Befehl, Sascha. Tja, jetzt hat's uns beide erwischt. Ach komm schon, der beruhigt sich schon wieder. Das glaubst aber auch nur du. Pass lieber auf, dass du nicht auch mal in Ungnade fällst. Der erste Fehler ist fatal. Mit Vergebung kannst du jedenfalls nicht rechnen. Ich bin froh, dass ich euch beide habe. Hi. Wenn ich euch vielleicht irgendwie helfen kann. Vielen Dank. Das ist nicht gegen dich. Sondern gegen mich. Danke. Frau Schneider. Herr von Beinbach, was machen Sie denn hier? Von Beinbach-Lahnstein allerdings, aber für Freunde nach wie vor Bernd. Woher wissen Sie, dass ich hier bin? Ihr Bruder hat es mir erzählt. Es geht Ihnen nicht so gut, ne? Ja, nach unserem letzten Gespräch über Tanja, da weiß ich auch weshalb. Da wollte ich natürlich gleich nach Ihnen sehen. So weit hat sie mich gebracht. Sie dürfen sich nicht unterkriegen lassen. Ich habe tatsächlich geglaubt, dass sie meinen Bruder umgebracht hat. Ich habe ihn fallen sehen, ganz deutlich. Es war so schrecklich. Aber offenbar waren es nur meine Nerven. Wahrscheinlich gehöre ich tatsächlich hierher. Sagen Sie das nicht. Vielleicht gibt es da irgendwelche Hinweise, die... Nein, nein. Ich habe ganz klar Halluzinationen. Sehe meinen Bruder in den Tod stürzen, der im nächsten Moment vor mir steht. Das klingt schon verrückt, nicht? Frau Schneider, Charlie, das klingt nicht verrückt. Das klingt nach Tanja von Anstetten. Sie glauben mir? Ja, ja. Natürlich. Wenn er sich beruhigt hat, wird er das auch verstehen. Frommer Wunsch. Ich glaube auch nicht, dass Vater seine Meinung noch ändern wird. Ich meine, was erwartet er eigentlich von uns? Dass wir den Rest unseres Lebens in Sack und Asche gehen? Mea culpa beten? Mit Sicherheit nicht. Ach, weißt du, Cecile, wir kennen unseren Vater etwas länger als du. Und mit Verlaub, die ganze Sache geht dich überhaupt nichts an. Also halt dich einfach raus. Ansgar! Cecile ist Vaters Frau, natürlich geht sie das etwas an. Ist schon okay. Ich wollte mich auch nicht einmischen. Cecile, wir wissen, dass du uns so helfen willst. Aber das müssen Ansgar und ich allein mit Vater klären. Das hat doch keinen Zweck. Wenn er überhaupt noch auf jemanden hört, dann auf mich. Ich denke, Leonard hat recht. Das wage ich zu bezweifeln. Versuch du, mit ihm zu reden. Ja, red mit ihm. Hat sie was vergessen? Elisabeth ist gerade mit dem Taxi weggefahren. Ja, zum Flughafen. Sie fliegt nach Mailand. Hat sie erzählt?
Wolltet ihr euch noch verabschieden? Wir sind wegen Jana hier. Die ist in der Schule. Hoffe ich zumindest. Ja, da war sie. Wir hatten zusammen Bio. Gut. Stimmt das, was sie erzählt hat? Dieser Kevin darf hier ein- und ausgehen? Na komm, jetzt setz dich erst. Mann, wegen dem hat Jana gedealt. Nico, ist lass Arno doch erstmal erklären. Mir ist auch klar, dass dieser Kevin sie nur ausnutzt. Dann verstehe ich nicht, was das soll. Jana steht völlig unter seinem Einfluss. Ja, aber das wird doch nicht besser, wenn der hier übernachtet. Das sehe ich anders. So kann ich ihn im Auge behalten. Und was soll das bringen? Ja, vielleicht erwische ich ihn irgendwie. Und dann zeige ich ihn an. Ansgar hat sich doch nur auf diesen krummen Deal eingelassen, um dir zu imponieren. Als Krimineller? Ich bin beeindruckt. Vater. Beeindruckt hätte er mich durch Ehrlichkeit und Anstand. Wie Carla, ja? Was glaubst du eigentlich, warum sie dir jahrelang was vorgemacht hat? Weil sie Angst hatte, deinen hohen Idealen nicht zu entsprechen. Soll ich Feigheit und Verlogenheit besser finden? Hast du nie Fehler gemacht? Ich denke erst nach und handle dann. Und ich trage die Konsequenzen für mein Handeln. Ach ja? Und wie ist dann bitteschön Nico zustande gekommen? Wusste Mutter etwa davon? Erstens habe ich von Nico nichts gewusst. Zweitens habe ich sie auf Königsbrunn aufgenommen. Und drittens kann man das überhaupt nicht miteinander vergleichen. Weißt du was? Deine Selbstgerechtigkeit, die kotzt mich an! Ich wäre euch dankbar, wenn ihr auch ein Auge auf Jana hättet. Dazu haben meine Spitze leider keine Möglichkeit mehr. Was soll das heißen? Dass ich nicht länger bei Leuten bleibe, die meinen Freund in den Knast bringen wollen. Ich habe gehört, was du vorhast. Dafür habe ich meine guten Gründe. Herr Brandner, Gewalt. Du kannst mich nicht einsperren. Doch, das kann ich. Als dein Erziehungsberechtigter kann ich das. Und zur Not werde ich es auch tun. Kommst du? Du bleibst hier. Wie kommt er dazu, sich einzumischen? Ich habe ihn darum gebeten. So geht's ja nicht weiter. Wir sind doch eine Familie. Schöne Familie. Feiglinge, Kriminelle. Du bist der integerste Mann, den ich kenne. Und dafür liebe ich dich. Aber du kannst wirklich nicht verlangen, dass alle nach deinen Moralvorstellungen leben. Was heißt denn hier Moralvorstellung? Ich kann dieses Verhalten doch nicht einfach durchgehen lassen. Merkst du nicht, wie viel du damit kaputt machst? Ich mache alles kaputt. Interessant. Carla wollte mir auch schon einreden, dass ich eigentlich an allem schuld bin. Cecil, ich hätte nicht erwartet, dass du mir auch noch in den Rücken fällst. Du denkst doch sonst immer über die Konsequenzen deines Handelns nach. Dann tu's auch jetzt. Ich tue nichts anderes. Willst du uns wirklich alle verlieren? Mit deiner verdammten Sturheit stößt du alle vor den Kopf, die dich lieben. Auch mich. Und so geht es weiter. Du kannst dir sicher denken, weshalb ich dich vorhin dabei haben wollte. Nein, nicht im geringsten, aber ich bin mir ganz sicher, du wirst es mir gleich verraten. Nun, du genießt im Gegensatz zu Ansgar und Carla weiterhin mein vollstes Vertrauen. Carla unterstützt mich sehr. Ich wäre im Beruf gerne mal so erfolgreich wie sie. Evelyn.